Weltweit arbeiten eine Reihe von Anwälten an einer Lösung. Sie wollen Energiekonzerne vor Gericht zwingen. Sie sollen die Kosten für die Schäden ihrer Emissionen bezahlen. Die Anwältin Rhoda Verheyen ist eine von ihnen. Sie hat den Energiekonzern RWE verklagt. Kein Konzern in Europa verursacht mehr CO2-Ausstoß. Das sind die Schwaden aus den Kühltürmen. Das ist letztlich Wasserdampf. Die eigentliche Kesselanlage emittiert über den Schornstein. Und die Schornsteine, die hohen, das sind die, wo tatsächlich Emissionen in der Weise rauskommen. Ja, also mein Mandant ist ein peruanischer Bergführer, Kleinbauer und Hauseigentümer. Sein Haus steht in Huaraz, das ist eine Stadt am Fuße der Anden in Peru. Und diese Stadt ist überthront von Gletschern und unter anderem von einer Lagune. Diese Lagune ist durch den Gletscherschwund erheblich angewachsen und die Flutgefahr ist erheblich gestiegen. Praktisch eine Frage des Wann, nicht eine Frage des Ob. Der Bergführer Luciano Liua muss einen Damm bauen, um sein Haus zu schützen. Und hat deswegen den RWE-Konzern auf 20.000 Euro Schadenersatz verklagt. Wieso ist denn jetzt RWE verantwortlich mit dem Braunkohlekraftwerk für ein Schmelzen von einem Gletscher in Peru? Der Gletscher in Peru schmilzt natürlich nicht nur wegen diesem Kraftwerk oder diesem oder anderen hier in Deutschland, aber auch wegen diesem Kraftwerk. Es geht um die Teilverursachung durch alle Emissionen aller Kraftwerke der RWE AG, die sich niederschlagen in der lokalen Erwärmung und deswegen auch dem Gletscherschwund in den Anden. Erst abgewiesen wurde der Klage des Peruaners vom Oberlandesgericht Hamm in zweiter Instanz stattgegeben. Die Beweisaufnahme läuft. RWE wehrt sich gegen die Forderung, fürchtet eine Prozesslawine. Ist die Klage von Rhoda Verheyen verrückt oder konsequent? Können Sie da mal ein paar Reaktionen beschreiben? Ja, natürlich wurde ich als verrückt, als unjuristisch, als völlig unbegründet wurde diese Klage bezeichnet, natürlich. Es ist auch keine Klage, die man sozusagen jeden Tag vor deutschen Gerichten sieht. Ich glaube nicht, dass mein Fall der letzte bleibt. Selbst wenn ich ihn verliere, wird es sicherlich nicht der letzte bleiben, weil, ich sehe es ja, es kommen immer mehr Mandanten, die sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Seien es Deichverbände, seien es einzelne Inseln, Bürgermeister von besonders betroffenen Küstengemeinden, ausländische Mandanten, die mich fragen, kann ich einen solchen Fall in den Himalaya transponieren? Das wird nicht der letzte bleiben. Warum? Weil die Leute sehen, was für Schäden kommen. Dieser Fall mag absurd klingen. Ein peruanischer Bauer verklagt einen deutschen Konzern wegen Klimawandelschäden.